Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Und Emitech, Spezialist für Abgasnachbehandlung. Mobilität erzeugt Wohlstand und wir sorgen für umweltfreundliche Mobilität. Emitech. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Autobranch, dem Frühstücksfernsehen für die automobile Welt. Bei uns erfahren Sie wieder alles, was Sie in dieser Woche über die Automobilbranche wissen sollten. Durch die Sendung leitet sie meine Kollegin Moni Pappelau. Guten Morgen, Moni. Guten Morgen, Guido. Hallo, liebe Zuschauer. Wir starten auch heute wieder mit unserem Pressespiegel, einem Überblick aktueller Meldungen unserer Kollegen aus der Zeitungs-, Magazin- und Online-Welt. In der vergangenen Woche stand Baden-Baden wieder im Mittelpunkt der Automobilindustrie, zumindest den Teil davon, der sich um Elektronik im Kraftfahrzeug kümmert. Und das sind nicht wenige, zumal die Elektronik einen immer größeren Wertschöpfungsanteil am Auto hat. Entsprechend selbstbewusst traten die Teilnehmer und Aussteller der VDI-Konferenz auf. Wir hatten 1350 Teilnehmer. Wir sind gerade davor bei geschrammt, das Thema von der Anmeldung dicht zu machen. Wir hatten 105 Aussteller. Dort mussten wir schon vor einigen Monaten dicht machen. Wir hätten noch viel mehr machen können. Also es zeigt sich so, nach Baden-Baden muss man gehen, auch von den Ausstellern, weil es hier im Prinzip das Networking ist. Und wir haben hier von der obersten Ebene unterhalb des Vorstandes alle Bereiche der Führungsebene und auch der Spezialisten dabei. Das ist der Charme von Baden-Baden. Man trifft sich, man ist konzentriert, man läuft sich über den Weg, wenn man im Prinzip von Seminarraum zu Seminarraum geht. Und man kann kurz mal unter vier Augen anderen Leuten vorgestellt werden und dann schon Probleme lösen, die man sonst nie lösen kann. Eines der Schwerpunktthemen, natürlich die Elektromobilität. Wichtige Herausforderung bei der Elektromobilität ist, dass jedes Fahrzeug an jeder Ladesäule tanken kann. Das heißt, alle Fahrzeughersteller müssen sich auf ein System einigen. Wir haben mit der Entwicklung im vergangenen Jahr angefangen, wo wir auf einem Standardisierungsmeeting in der internationalen Standardisierung uns unter anderem auch mit amerikanischen OEMs zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie schaffen wir es, einen weltweiten Standard zu schaffen, so dass alle Fahrzeuge an allen Ladesäulen laden können. Aber auch so wichtige Themen wie Fahrzeugsicherheit und Fahrerassistenzsysteme werden von der Branche weiterentwickelt. Wir sehen durchaus den Zug eigentlich der Zeit, dass man Assistenzsysteme auch als Sicherheitsfunktion entwickelt. Und das sind durch diese Erfahrungen Richtung funktionale Sicherheit von essentieller Bedeutung. Da haben wir also sehr weitreichende Ansätze. Also auch das Thema Verkehrszeichenerkennung sehen wir unter diesem Aspekt. Das Thema Einparkassistent zum Beispiel oder eben generell Surroundview, Umfelderkennung. Ich denke, das alles muss man auch unter dem Aspekt funktionale Sicherheit sehen, damit es uns endlich gelingt, Assistenzsysteme auch als Sicherheitsfunktionen in den Markt zu bringen. Mit 1350 Teilnehmern und mehr als 100 Ausstellern gilt der VDI Elektronikkongress als größte Veranstaltung dieser Art in Europa. Einen ausführlichen Bericht sehen Sie in Kürze hier in Automanager TV. Es ist endlich soweit. Die Elektromobilität nimmt in Deutschland Fahrt auf. Renault bringt in wenigen Wochen das erste Elektroauto bei uns auf den Markt. Den Kangoo für 23.800 Euro. Bis Ende 2012 folgen weitere. Doof nur, dass sich, wie auch Spiegel Online berichtet, das Interesse der Deutschen in Grenzen hält. Warum? Ein möglicher Grund ist Renaults neues Vertriebsmodell. Die Fahrzeuge werden verkauft, die dazugehörigen Akkus aber nur vermietet. Das macht die potenziellen Käufer unsicher. Ist das Geschäftemacherei? Renault dementiert, der Akku soll aus dem Auto, weil der am meisten Probleme machen kann und damit dann auch schnell ausgetauscht werden kann. Außerdem versichert Renault, dass sich jedes Elektroauto problemlos weiterverkaufen lässt, auch mit Mietvertrag. Und der französische Konzern hat Selbstbewusstsein. Er will in Deutschland Marktführer für Elektromobilität werden. Große Töne, die Renault da spuckt. Mal sehen, ob das so bleibt, wenn Mercedes oder auch BMW nächstes Jahr bzw. 2013 in die Pötte kommen. In dieser Woche gingen sie durch die Medien, die Meldungen über den Siegeszug der SGL-Aktie.
Beflügelt durch einen Machtkampf zwischen BMW und VW, die beide ihre Anteile an dem Kohlefaserhersteller aufstocken wollen, versuchen sich viele Kleinaktionäre an diesem Zug zu hängen. Wie die Financial Times Deutschland aktuell berichtet, kämpfen die Autokonzerne im Hintergrund verbittert um die Steigerung ihrer Anteile, zumal das Thema Leichtbau und der Einsatz moderner Werkstoffe wie Kohlefaser für jede zukünftige Form der Mobilität große Vorteile bietet. Nicht nur in der E-Mobility, sondern auch bei konventionell angetriebenen Fahrzeugen birgt die Gewichtsreduzierung enorme Potenziale zur Verbrauchs- und Emissionsreduzierung. Bleibt nur zu hoffen, dass der Erfolg den SGL-Leuten nicht zu Kopfe steigt, denn hinter den Kulissen muss noch viel getan werden, bis der Werkstoff serientauglich und bezahlbar ist. Es wird zur Jagd geblasen und nicht, wie Sie vielleicht denken, im Wald mit Hirsch und Hase, sondern auf dem Arbeitsmarkt in Bayern. In der Wirtschaftswoche online gibt es dazu einen interessanten Artikel. Hier steht, Bayern braucht pfiffige Hände, aber kriegt keine. Warum? Jeder, der kann, arbeitet schon. Die Arbeitslosenquote ist im Freistaat auf einem Rekordtief. Dennoch nimmt der bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil 40 Millionen Euro in die Hand, um neue Arbeitskräfte anzuwerben. Außerdem hat die Bayerische Arbeitsagentur zusammen mit dem Innenministerium die Kampagne Bayern braucht Sie gestartet, um ausländische Studenten nach ihrem Examen im Lande zu halten. Um wie viel dringender die Suche noch wird, zeigt eine neue Studie des Forschungsinstituts Prognos. Danach fehlen im Freistaat in 4 Jahren bereits über 500.000 Arbeitskräfte, in ganz Deutschland fast 3 Millionen. Tut sich nichts, bedeutet das nachhaltig negative Folgen für die Wirtschaft. Damit das nicht passiert, wird die Politik nun deutlich kreativer. Gut so. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist in dieser Woche erstaunlich technisch. In der Rubrik Technik und Motor beschreibt sie einen neuen Versuchsträger von Bosch, der den Ingenieuren des Zulieferers derzeit sehr viel Freude bereitet. Die Rede ist von einem Audi A5 Quattro, der von Bosch in ein Elektrofahrzeug umgebaut wurde. Verbrennungsmotor raus, 4 Radnaben Elektromotoren rein. Aber nicht etwa, um damit der Elektromobilität Vorschub zu leisten, sondern um den Entwicklern ein neues Versuchsfeld zu eröffnen. Durch eine geschickte Ansteuerung der 4E-Motoren und viel Elektronikintelligenz unter der Haube gelingt es nämlich, das Fahrverhalten auf Knopfdruck so zu beeinflussen, dass aus dem A5 ein A8 wird oder bei Bedarf auch ein agiler TT. X-by-Wire also in seiner derzeit modernsten Form. Und damit kommen wir zu unserer Neuvorstellung der Woche und die kommt diesmal aus unserer Nachbarschaft. Genau, und bei BMW kann man die Nervosität vor dem Marktstart des neuen Dreier förmlich spüren. Der Erfolg dieses Volumenmodells hat maßgeblichen Einfluss auf die Ertragslage des Premiumherstellers. Die Münchner bringen den neuen Dreier zunächst nur als Limousine, dafür aber in 3 Ausstattungslinien. Zur Wahl stehen die Sportline, die Luxuryline und die Modernline. Ein M-Paket ist auch wieder zu haben, allerdings erst ab Sommer 2012. Der neue Dreier wurde wieder mal größer. In der Länge gibt es 93 mm mehr. Der Radstand wächst um 50 mm, was vor allem die Fondpassagiere spüren sollen. Ein Spurzuwachs von 37 mm an der Vorderachse und 47 mm an der Hinterachse lassen ihn zudem kräftiger auftreten. So kommt der neue BMW 3er auf eine Gesamtlänge von 4,62 Meter. Beim Gewicht will BMW allerdings bis zu 40 Kilogramm gegenüber dem Vorgänger eingespart haben. Zur Markteinführung des neuen BMW 3er stehen zunächst 4 Triebwerke zur Wahl, 2 Benziner und 2 Diesel. Als kleinster Benziner tritt ein 2-Liter Vierzylinder mit Turboaufladung als 328i an. Der leistet 245 PS und 350 Newtonmeter. Damit spurtet er in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, erreicht 250 km/h und verbraucht durchschnittlich 6,4 Liter. Top-Benziner ist der 335i mit dem bekannten 3-Liter Turbo-6-Zylinder mit 306 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. In sportlichen 5,5 Sekunden ist er auf Tempo 100 und verbraucht, wenn man spritsparendes Fahren beherrscht, 7,9 Liter.
Ein Hybridantrieb, der wie im 5er Hybrid den 306 PS Benziner mit einem 40 kW E-Motor zusammenspannt, soll ab Herbst 2012 verfügbar sein. 450 Newtonmeter Drehmoment bieten und den Verbrauch auf 6,4 Liter drücken. Naja, klingt für mich eher nach einem Pseudo-Hybrid. Die Gangwechsel im neuen BMW 3er passieren serienmäßig mit einer manuellen 6-Gang-Schaltung. Optional kann auch eine 8-Gang-Automatik geordert werden. Neu im BMW 3er ist auch das optionale Head-Up-Display sowie zahlreiche, und die Betonung liegt auf zahlreiche, Assistenzsysteme. In den Handel soll die 6. Generation des BMW 3er am 11. Februar 2012 kommen. Den Grundpreis gibt BMW mit 35.350 Euro für den 320d an. Der 335i wird mit wenigstens 43.600 Euro berechnet. Der 3er Touring wird im Herbst nachgereicht. Es folgen nun die Top-Meldungen der Woche. Mazda. Der japanische Autobauer Mazda hat den Grundstein für das erste Automobilwerk im mexikanischen Salamanca gelegt. In der Produktionsanlage, die im Geschäftsjahr 2013-2014 fertiggestellt werden soll, werden künftig die Modelle Mazda 2 und Mazda 3 für Mittel- und Südamerika vom Band laufen. Jährlich sollen dort 140.000 Modelle produziert werden. Zusätzlich zum neuen Werk entsteht auf dem Gelände auch eine Motorenfabrik. Schaeffler. Der Automobilzulieferer Schaeffler ist seit vergangenem Donnerstag offiziell eine Aktiengesellschaft. Mit dem Eintrag in das Handelsregister ist die bereits im September angekündigte Umwandlung der GmbH in eine AG vollzogen. Dies teilte das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach mit. VW und Suzuki. Im Streit zwischen Volkswagen und Suzuki verhärten sich die Fronten immer mehr. Medienberichten zufolge hat der japanische Hersteller seinem deutschen Partner nun damit gedroht, ein Schiedsgericht anzurufen. Warta. Der Batteriehersteller Warta wird in Deutschland rund 275 Millionen Euro investieren. Damit sollen vor allem die Produktionskapazitäten für Start-Stop-Batterien im Ersatzgeschäft erhöht werden. Bereits heute ist Warta Marktführer auf diesem Gebiet. Renault. Der Autobauer Renault erwägt, nach rund 17 Jahren die Sportwagenmarke Alpine wiederzubeleben, die 1955 von Jean Rédélé gegründet wurde. Das vorerst letzte Modell war der A610, dessen Produktion Anfang 1995 eingestellt wurde. Volkswagen. VW wird sein Carsharing-Projekt Quicker um das Zusatzangebot Quicker Plus ergänzen. Neben erweiterten Nutzungszeiten bietet es vor allem zusätzliche Modelle wie etwa den VW Up und den neuen Beetle. Quicker startet im November in Hannover. Diese und weitere aktuelle Nachrichten zum Nachlesen finden Sie unter www.automanager.de in der Rubrik Meldungen. Soweit unsere Top-Meldungen. Weiter geht's mit den Veranstaltungshinweisen und Guido. Dankeschön, Moni. Und ich habe wie immer noch zwei Terminhinweise für Sie. Anfang November findet in Passau das 9. Symposium Trends in der Motorentechnologie mit begleitender Fachausstellung statt. Die Veranstaltung unter der Leitung von Bayern Innovativ gibt mit namhaften Referenten einen guten Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Antriebstechnik jeglicher Technologie. Genauer Termin ist der 3. November in der X-Point-Halle in Passau. Ein paar Tage später treffen sich Ingenieure und Managementverantwortliche beim 4. Internationalen Symposium für Entwicklungsmethodik. In diesem Jahr soll unter dem Thema Beherrschung der Vielfalt moderner Antriebskonzepte der Bogen zwischen traditionellem Antrieb und Elektrifizierung gespannt werden. Ausrichter ist AVL und Termin ist der 8. und 9. November im Kurhaus Wiesbaden. Weitere Veranstaltungen finden Sie natürlich auch in unserer Rubrik Events unten rechts im Menü. Genau so ist das. Das war der Autobrunch für heute. Nicht vergessen, wer in der Automobilbranche etwas zu sagen hat, sagt es in Automanager TV. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen noch einen schönen Morgen. Tschüss von uns. Tschüss.